Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Als ich so 11, 12, 13 war, da gab es immer so Karten mit Rezepten drauf. Und da gab es so ein geschmortes Kassler. Hat meine Mutter früher immer gesagt, das ist Asia-Style, geil, das machen wir. Das haben wir verhältnismäßig häufig gegessen. Und ich mochte das eigentlich immer sehr gerne. Dann ist das irgendwann irgendwie bei uns so in Vergessenheit geraten. Und jetzt neulich habe ich so die Idee gehabt, da hat meine Mutter mich wieder gefragt, was essen wir denn am Wochenende? Und da habe ich gesagt, mach doch mal dieses Chinesische. Mittlerweile wissen wir natürlich, was Chinesisch ist. Wie man halt asiatisch kocht. Und tun wir ja auch. Aber das hat irgendwie so diesen Namen behalten. Und dann sagt sie, oh, ich weiß gar nicht, wo das Rezept geblieben ist. Dann habe ich mal ein bisschen gesucht. War gar nicht so einfach, aber wir haben es wiedergefunden. Und meine Mutter hat es neulich gemacht. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt auch nochmal im Channel, weil ihr sollt das auch mal nachkochen. Und ich finde das irgendwie ganz geil. Das ist ein tolles Rezept. Ihr habt es ja eben schon gesehen, wie es am Ende aussieht. Jetzt kommt einmal kurz der Jingle und dann legen wir los. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier unten ist mein Kassler schon mal klein geschnitten. Das kommt jetzt in die Pfanne. Pfanne wird heiß. Kassler geht da rein. Ich tue da jetzt ein bisschen Weißwein drauf. Wir dünsten das schön in einen trockenen Weißwein rein. Bei uns klingelt es an der Tür. So, ich war an der Tür. Mein Weißwein ist hier schon drin. Kassler fängt jetzt hier gleich an zu brodeln. Das muss so ein bisschen gekocht werden. Und währenddessen werden wir jetzt mit unserem Gemüse anfangen. Wir brauchen so ein bisschen Lauch. Das schneide ich jetzt hier mal so ein bisschen runter. Also so Ringe machen wir da nur. Lauch ist klein geschnitten. Wir brauchen jetzt eine Paprika. Die Paprika schneide ich mir jetzt hier in solche Streifen runter. Nicht wundern, dass ich jetzt hier zum Beispiel nicht die ganze Paprika nehme, weil ich mache das in einer etwas kleineren Form. Nur für uns zwei. Ihr findet natürlich wieder unten Rezept, Einkaufsliste und alles habe ich schon runtergeschrieben. Das findet ihr natürlich wieder unten in der Description Box. Könnt ihr euch runterladen, ausdrucken. Während ich jetzt hier mal eben schnell meine rote Zwiebel aufschneide, die auch nicht so will wie ich, könnt ihr ja, wenn euch unsere Videos gefallen, einen Daumen da lassen. Solltet ihr noch nicht Abonnent bei uns sein, würden wir uns natürlich maximal freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Ich würde super gerne noch irgendwelche Kooperationen eingehen und euch viel mehr zeigen. Das Problem ist immer nur, dass alle immer sagen, ihr seid aber zu klein für uns mit 1400 Abonnenten. Das bringt nichts. Also es wäre schon klasse, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann kann ich euch halt auch andere Sachen zeigen. Ich habe jetzt neulich gerade angefragt bei so einer Thermometerfirma, Meter Thermometer. Ich hätte gern so ein Thermometer. Ich würde aber gerne eine Kooperation mit denen machen. Für die bin ich definitiv zu klein. Dann habe ich neulich Fleisch gekauft. Das werde ich euch auch zeigen. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen auch. Ich habe das jetzt hier schon liegen. Das ist so ein neues Startup in Hamburg. Die machen wirklich tolle Sachen. Haben klasse Preise. Ich zeige euch das mit eins der nächsten Videos werden. Da habe ich auch gefragt, ja, ich kann mir ja mal eine Bewerbung schreiben, aber sie wollen halt alles nur große Channels haben. Kann ich gut verstehen, klar. Ich bin einfach nicht groß genug. Das ist so blöd. Und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Schleife rauskomme. So, genug geheult. Also ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, uns liked. Und das Glöckchen anmacht. In der Zwischenzeit habe ich meine rote und gelbe Paprika hier klein geschnitten. Das reicht mir. Ich schneide jetzt noch mal eben schnell meine Champignons in halbe Champignons. Das sind so stylisch, wie das damals halt so in den 70er, 80ern war. Ne? Da haben wir alle noch nicht so gearbeitet, dass wir uns alle immer die frischen Champignons und hier und da das... Ist jetzt halt einfach wirklich der Style, wie wir das damals auch gemacht haben. Mein Fleisch ist jetzt soweit angedünstet, dass ich mir das nehmen kann. Ich trenne jetzt das Fleisch und die Flüssigkeit voneinander und tue mein Fleisch schon mal in eine Schale. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit noch mal schnell eine rote Zwiebel klein geschnitten. Die schmeiße ich jetzt in meine Flocke Butter, in meine Pfanne.
und mein ganzes Gemüse kommt oben drauf. Wir köcheln das jetzt hier so ein bisschen ein, dann kommt da gleich noch ein bisschen Tomatenmark mit zu. Dann kommt mein Weißwein da wieder rein, der natürlich auch der Wein, den wir eben benutzt haben, um das Fleisch anzubraten. Und dann muss das Ganze so ein bisschen einköcheln. Das Ganze ist jetzt schon so ein bisschen angegart. Ich tue da jetzt ein bisschen Tomatenmark rein. Das tue ich mir hier so ein bisschen in die Mitte, damit es da schon so ein bisschen Wärme bekommt. Und dann werde ich das jetzt gleichmäßig dazwischen verteilen. Das darf gerne so ein bisschen mit anrösten. Ich fange jetzt schon mal so ein bisschen an abzulöschen. Das Ganze kann aber noch so ein bisschen was an Wein vertragen. Und dann kommt da gleich unser Schmand rein. Ich habe jetzt meinen Schmand hier am Start. Der kommt jetzt hier hinein. Patsch. Sehr gut. Den rühren wir da jetzt noch mit rein. Unser Gemüse muss jetzt 10 Minuten da vor sich hin dünsten. Da ist es jetzt bei. Das sind jetzt schon so 6-7 Minuten ist es dabei. Ich habe jetzt hier unser Kassler. Der kommt jetzt hier unten in meine Auflaufform schon mal rein. Schön gleichmäßig. Und dann tun wir da gleich das Gemüse oben drauf. Abschmecken. Ein bisschen Zucker. Ich hätte da auch ein bisschen Chili reintun können. Fällt mir gerade so ein. Habe ich jetzt nicht getan. Machen wir beim nächsten Mal. Also, ich mache ja sonst immer sehr viel mit frischem Chili. Das kann man da mit Sicherheit super reintun. Schön Pfeffer da drauf. Ein bisschen Paprika tue ich da auch gleich noch rein. Und salzen nicht vergessen. Das steht jetzt nicht im Rezept, was ich hier tue. Ich habe ein bisschen Sambal Oleg da. Ich tue da jetzt mal so zwei Löffel Sambal Oleg mit rein. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, das Zeug. Jetzt ist es an der Zeit, den Backofen anzuschmeißen. 200 Grad, Umluft, vorheizen eben schnell. Das geht bei uns verhältnismäßig zügig. Und dann kommt das da gleich hinein. Mein Gemüse ist jetzt schön 10 Minuten, na, vielleicht sogar einen Augenblick länger, da gewesen und hat vor sich hingekocht. Sieht jetzt richtig genial aus. Menge ist genau die richtige für unsere Form. Unten das Fleisch, oben schön das Gemüse mit dieser geilen Soße. Das Sambal Oleg habe ich jetzt ins Rezept nicht reingeschrieben. Das ist so ein Tipp, den ich natürlich geben kann. Muss jeder halt so ein bisschen kreativ sein. Ist natürlich auch immer schön, deshalb kochen wir ja alle auch. Ich habe jetzt hier schön meinen Gouda, den ich ja schön gleichmäßig oben drauf tue. So, dann kommt mein Auflauf jetzt in den Backofen hinein. Und da bleibt er jetzt drin, bis der Käse oben schön braun geworden ist. Wir boxen. Nein. Scherz, habe ich das mir neulich schon mal gebracht. Der ist doof. Es ist hier fertig. Und es ist mega heiß. Hot. Ja, finde ich auch. Sieht richtig gut aus. Ist noch mega heiß. Ich werde mir jetzt mal einen Teller organisieren. Und dann tun wir da mal was auf den Teller. Und riechen tut das auch richtig gut. So, dann nehmen wir hier mal ein bisschen was raus. Oh, sieht das geil aus. Richtig gut. Hier schön der Käse. Unten das Fleisch. Schön die Gemüse drüber. Richtig tolle Soße und riechen tut das richtig genial. So, ich glaube, das ist eine gute Portion. So, ein bisschen Petersilie noch drauf. Das finde ich immer ganz genial. Sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch gut. Jetzt müsste hier natürlich noch so unser Reis sein. Unser Reis ist aber blöderweise nicht fertig, weil unser Reiskocher ist noch dabei. Ich hoffe, euch hat unser kurzes, knackiges Rezept gefallen. Ich finde, es ist kein allzu großer Aufwand. Spiegelei ist natürlich schneller, ist auch klar. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Solltet ihr uns nicht abonniert haben, bitte, bitte, bitte abonniert uns, weil das bringt uns wirklich weiter und dann können wir auch noch
wesentlich größere Geschichten machen, mit viel besserem Content. Das würde mich extremst freuen. Und mach die Glocke an, dann verpasst du auch nichts von uns. Ja, Schatz, hast du noch irgendwas? Momentan nicht. Das ist gut, dann habe ich auch nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, sagt euer Frank von footblockhamburg.de. Ciao, ciao. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want.